Wir machen heute Pan meets Soram's Kitchen und wir probieren mal was Neues aus. Und zwar ein Mandel-Himbeereis auf total so Eiswürfelbasis. So quick and dirty, würde ich sagen. Quick and dirty, healthy and delicious. Healthy and delicious, genau. Hierfür brauchen wir Vitamix, Eiswürfel, Mandelmus, Israeli Love, gefriergetrocknete Himbeeren und balinesische Vanille Originalimport. Leider schon ein bisschen trocken, aber. Die hast du aus Bali? Ja, klar. Okay. Cool. Was machen wir zuerst? Genau, erstmal die Vanille, die ist sehr hart, also weil die ist. Die schneiden wir erstmal ein bisschen klein, weil sonst wird die. Das ist jetzt nicht irgendwie die Rapunzel 8,70 Euro eine Stange. Also Vanille ist zurzeit irre teuer. Deswegen gehe ich tiefer in das Lager hinein, um Geld zu sparen. Aber, und wir machen. Ja, genau. Und wir machen die aber auch mit Schale und allem drum und dran rein. Gell? Also, ja, okay. Ist, also erstens, weil sie so trocken ist und du das eh nicht mehr rauskriegst. Und zweitens. Macht es zwar von der Farbe, rutscht es dann eher so ein bisschen in so einem Braunton irgendwie durch die Schale, anstatt dass du jetzt nur diese süßen schwarzen Pünktchen hast, aber hast natürlich auch viel mehr Aroma drin. Kochfrage. Das wäre nämlich meine Kochfrage gewesen, wenn die jetzt nicht so hart wäre, würdest du trotzdem die ganze Schale mit reinmachen? Also jetzt bei Plant-Based Whole Foods würde ich auf alle Fälle die Schale mit reinmachen. In der Schale sind sicher Ballaststoffe drin. Auf jeden Fall. Macht geschmacklich einen Unterschied? Visuell macht es einen Unterschied. Ja, also es macht, macht braun. Du kennst doch sicher das, die billige Vanille, also die im Glas, diese im Schrottglas, das ist einfach die Vanilleschale, die ausgekratzt wurde, pulverisiert. Okay. Deswegen ist die deutlich billiger. Schmeckt aber genauso nach Vanille. Okay. Macht aber halt gruselig braun und nicht irgendwie sexy Pünktchen. Hm. Und nicht so. Wie sagt man für sexy Pünktchen auf diesen Kleidern? Polkadots? Polkadots. Okay. Fun Fact, Wasser ist ziemlich gesund. Die meisten Leute trinken tatsächlich viel zu wenig Wasser. Und nur um das Rezept so ein bisschen aufzulockern, es gibt tatsächlich Leute, die zu viel Wasser trinken. Und zwar kann es passieren, es gab nämlich in Frankfurt gibt es auch so einen Ironman, ne? Da machen Leute, die laufen ganz viel durch die Gegend und fahren ganz viel Fahrrad. Und da hat, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren war das, da hat einer gar keine Salze zu sich genommen. Der hat einfach super viel geschwitzt, es war total heiß und der hat nur Wasser getrunken. Das war in Australien und der ist tatsächlich dann gestorben, weil der im Verhältnis von der Flüssigkeit, die er im Körper hatte, zu wenig Salz im Körper hatte. Das heißt, man kann tatsächlich... Was ist das dann? Ist der dann ertrunken oder ist der dehydriert? Oder? Es hat sich Wasser in seinem Hirngewebe gebildet. Das nennt man ein Hirnödem und da ist er im Endeffekt dran gestorben. Es liegt an der Elektrolytentgleisung, die da passiert. Und du kannst aber auch einfach, du kannst das Gleiche hinkriegen, wenn du einfach super viel Wasser auf einmal trinkst. Wenn du so 8 Liter Wasser auf einmal trinkst. Boah, das schaffst du ja gar nicht. Ja? Es gab einen, der es geschafft hat. Natürlich, es gab einen, der es geschafft hat. Ja. Aber ansonsten ist es super mit den Eiswürfeln. Also wir haben jetzt hier 8. Ah genau, aber dann will ich auch wissen, also ich meine, viel Wasser trinken ist gesund. Wie viel, also wenn man jetzt 8 Liter Wasser auf einmal trinkt, ist zu viel. Ja. Aber so ein Liter ist gut? Ja, also wenn man... Wasser, dann, halber Liter? Das kommt natürlich ein bisschen auf die Körpergröße an, kommt ein bisschen auf, wie viel man schwitzt. Ist vielleicht im Sommer besser, ein bisschen mehr zu trinken. Aber sagen wir mal so, wenn du 2-3 Liter... Schlanke 65 Kilo auf 1,88. Okay, schlanke 65 Kilo. Also wenn du so... Wenn du so 2-3 Liter Wasser am Tag oder halt irgendwelche ungesüßten Flüssigkeiten, so wie Wasser oder ungesüßte Tees, zum Beispiel grüner Tee ist gesund, Hibiskus-Tee ist gesund. Super, ja genau. Hibiskus-Tee kann nämlich den Blutdruck senken und das tut den meisten Leuten ziemlich gut. Viele Leute haben Bluthochdruck. Schwarztee ist auf jeden Fall auch gesund. Ja, Schwarztee hat man auch wieder vielleicht ein bisschen Probleme mit so Oxalsäure. Man kann zu viel Schwarztee trinken, kann man auch Nierensteine bekommen. Ja, aber Schwarztee ist auch in Mengen. Kräutertee ist zum Beispiel auch super. Gewürztee. Aber so auch einfach Gewürztee, weiß nicht, Kardamomwasser, so Geschichten. Ja, also so ungesüßte Getränke, Wasser ja, schon. So fancy ist ja auch irgendwie so Infusionen zur Zeit, irgendwie was so Rosmarin, ein paar Zitronenscheiben und so weiter, steht in jedem Studio. Ja, nehmen wir Bier und Zitrone und dann... Ja. Ich habe auch noch, das ist unser Fun-Fact-Video. Ja, okay. Fun-Fact? Entschuldigung. Nee, also Fun-Fact-Video. Unser Zucker-Süßgefühl geht auf alle Fälle runter, umso kälter die Getränke sind. Wir sagen ja immer so, Coca-Cola ist voll der böse Verein. Kann sein, wie auch immer, ich halte mich da raus. Aber
ich sage, also wieso die da so viel Zucker reinmachen, gibt es ja dieses Spiel irgendwie so, oh, da ist so viel Zucker drin und nur 50 Milliliter Wasser. Das ist, weil wir unser Coca-Cola so trinken, also wir, ist gut, naja, wurscht. Weil wir das so kalt trinken, also wir machen dann Fetteiswürfel, das Coca-Cola kommt aus der Tiefkühltruhe oder aus einem richtig kalten Kühlschrank, Eiswürfel mit dazu, die ludet es ja eh. Aber umso kälter das ist, umso mehr Zucker musst du drin haben, damit du süß schmeckst. Hm. Okay. Normales Milcheis hat 60% Zucker, normales Wassereis hat 90% Zucker. 90%, weißt du, wie viel Zucker das ist? Also ich meine, es ist gemischt, Traubenzucker, Glukosesirup, Kristallzucker und so weiter. Das liegt aber eher im Gefriergrad. Aber damit das wirklich süß schmeckt, musst du irre viel süß reinmachen. Sprich, wäre es jetzt auch schön, wenn wir nur halb kalte Eiswürfel haben, aber Eis ist halt blöd, hat halt einen Aggregatzustand und das ist halt nur einfach bei sehr kalt fest. Aha. Wir wollen Eiscreme machen, deswegen machen wir es fest. Und damit wir mehr Wasser trinken, haben wir jetzt einfach einen... Kennst du das dann aber dann keinen... Na, wurscht. Was meinst du mit dem Wasser? Ja, nachdem wir das jetzt hier mit allen möglichen mischen, ja, ist es ja keine klare Flüssigkeit mehr. Also es ist ja kein Wasser mehr, was wir trinken, sondern es ist, also ich meine, es ist schon Feuchtigkeit, so, die wir zu uns nehmen, ja, aber es ist nicht mehr so, ich habe jetzt getrunken, sondern es ist halt ein Eis. Es ist halt ein Wassereis. Das ist genau, also, aber das mit der Flüssigkeit, es geht ja nicht nur darum, Flüssigkeit irgendwie über Wasser irgendwie zu sich zu nehmen, sondern du kannst auch Flüssigkeit über Gemüse zu dir nehmen oder über Obst und sowas. Also wenn du, auch da ist wieder dieses vollwertig pflanzenbasierte Ernährungsmuster vorteilhaft, weil du einfach mehr Flüssigkeit zu dir nimmst, über das, was du schon isst. Apropos Flüssigkeit zu dir nehmen, jetzt machen wir gefriergetrocknete Nudeln. Wo gar keine Flüssigkeit mehr drin ist. Genau. Und die lassen wir auch schön plumpsen. Das ist einfach, um da ein bisschen Flavor reinzubekommen, außer der Vanille und vor allem eine schöne pinke Farbe. Apropos Wasser und viel Wasseraufnahme, wir machen gerade gefriergetrocknete Himbeeren rein, wo absolut kein Wasser mehr drin ist. It's all about balance. So viel Wasser und ein bisschen gefriergetrocknetes Zeug, so volle Fälle. So, Deckel drauf. Oh Gott, jetzt brauchen wir den Stößel. Schaut es in unserer kleinen Menge von außen ein bisschen unappetitlich aus. Also wenn man es von außen aufs Glas guckt, schaut es also ein bisschen aus wie erbrochenes. Aber von innen sieht es schön aus. Genau, innen ist schön rosa. Köche reden oft ein bisschen, als müsste man es nicht essen. Aber ehrlich gesagt, über erbrochenes reden Ärzte auch ganz schön viel. Okay, das ist jetzt ein Thema, wo wir beide eigentlich überhaupt keine... Also, wo wir uns beide gut verstehen. Genau, da reden auch normalerweise keine drüber, vielleicht nur Köche und Ärzte. Ich hoffe, ihr habt einen Doktortitel oder seid in der Gastronomie tätig. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen Strukturbruch. Hast du ein bisschen... Mhm. Mein Pink ist ja eh einfach immer eine tolle Farbe und so ein paar pinke Pünktchen machen halt dann auch einfach noch ein bisschen mehr Pink. Ne, Strukturbruch, keine Ahnung, ist ein Wort von mir erfunden wahrscheinlich. Das ist, dass du nicht so einen homogenen Look hast, sondern einfach diesen homogenen Look doch einfach noch eine Kontrastfarbe oder dieselbe Farbe, die noch ein bisschen intensiver ist, noch mal verstärkst, damit es nicht so clean ausschaut. So zu clean, zu homogen, schaut einfach immer ein bisschen langweilig aus. Und wer will schon, dass sein Essen langweilig ausschaut? Ich will es nicht. Ich mag, dass es appetitlich ausschaut, deswegen ist ab und zu ein bisschen Strukturbruch. Wenn ihr wisst, wie dieses Wort in echt heißt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wir werden es in Zukunft mit in die Videos einbauen. Was nicht so einfach ist irgendwie bei uns in Produktion, alles dauert ein bisschen länger. Eis ist halt immer ein bisschen zeitempfindlich, beziehungsweise müsst halt wieder in die Tiefkühltruhe. Und das machen wir schön mit unserem Stöckel. Hm. Schickes Kügelchen, einfach ziehen. Könnte man auch mit, wenn man 4000 Euro übrig hat, kann man sich auch super ein Paco-Jet zulegen. Mhm. Macht Eis noch viel toller. Mhm. Aber das ist auf alle Fälle die sanfte Version. Ich würde mir für 4000 Euro lieber gefrorene Heidelbeeren kaufen. Ja, aber so ein Paco-Jet ist schon... Echt was Tolles. Hier nochmal ein bisschen Strukturbruch. Danke, dass ihr uns wieder zugeschaut habt bei Soram's Kitchen Meets Pan. Whole Food Plant Based to the Max. Whole Food Plant Based to the Max. Vielen Dank, Soram, dass du... Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Das ist einfach größtenteils Wasser und gesunde Nahrungsmittel. Mhm. Und es kommt ein leckeres Eis raus. Und ist auf alle Fälle Eis. Mhm. Und ist nicht so gefrorenes Bananeneis, Nice Cream, sondern so Fettgehalt. Echt lecker. Man braucht echt viel Mandelmus, ne?
Hm. Hm. Abonnal kanieren? Nee. Abonniert Sodams Kanal. Genau, danke schön. Abonniert Sodams Kanal. Vergesst nicht, die rote Glocke links, rechts, oben zu drücken, damit ihr wieder informiert werdet, wenn wir wieder ein neues Video gepostet haben. Und kocht euch kaltes Essen. Das Leben ist viel zu kurz für schlechtes Essen. Guten Appetit.